Hallo meine lieben Fußballfreunde und seid herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme-Session von Minecraft Lost. Ich musste gerade nochmal die Musik leiser machen bei mir. Und ja, wir sind hier wieder am Start. What's the plan today? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Jedoch ist es eine einfache Frage. Ich möchte mich da oben um das Glas kümmern. Und wie ich ja schon gesagt habe, möchte ich da einen Tee drin haben für The Only Paul. Ein Top, glaube ich, in Farbe. Das ist zu klein, um das zu machen. Aber ein Tee oder ein D für Daniel, denke ich, ist drin. So, ich weiß auf jeden Fall, dass wir schon gefärbt haben. Ich frage mich gerade, wo es drin ist. Hier. So, hier ist Glas. Jetzt brauchen wir noch irgendeine andere Farbe. Ich hatte hier gerade irgendwo grün gesehen. Ja, hier Kaktusgrün. Mal ganz kurz gucken. 6. Ne. Müsste mehr sein. Wir schauen mal. Wir schauen mal, wie wir das machen. Ich mache erst einmal. Oh nee, ich darf ja nicht so den Rand machen. Warte mal. Stimmt, das geht ja auch nicht so mit dem Tee. Was man machen könnte aber, wäre ein spezielles Muster einfach. So, das ist jetzt der Rahmen. Das auch eigentlich schon mal recht schön aussieht. So, die Hälfte ist ja hier. Stimmt's? Warte, da und da. Warte mal, 1, 2 und dann 1, 2, 3. Schade, dass man Glas nicht irgendwie zurückfärben kann. Aber ich habe da gerade eine coole Idee, obwohl. Warte mal. Ja doch, ich brauche eine kräftige Farbe noch. Ich glaube, da nehme ich Rot. Dafür muss ich aber auch noch ein bisschen was brennen. Aber 8 reicht. Ja, nee, nicht abstellen. Nee, hier. So. Okay. Darum will ich mich auch mal eben kurz kümmern. Und dafür mal eben die andere Blöcke mit. Eisen. Dass ich, nicht, dass ich das aus Versehen platziere. Da Feuerstein. Weil, wir können uns ja sonst gerne schon mal den Nether anschauen. So, irgendeine kräftige Farbe. Und dann haben wir Gelb. Guck mal, wir haben da Grün. Und dann würde ich neben Grün da ein, so zwei Reihen noch eine andere Farbe nehmen. So von wegen Grün ist der Mittelpunkt. Und dann wieder Blau. Gelb passt da nicht so zu. Ich habe da schon Grün genommen. Ich habe Kaktusgrün. Aber es gibt da auch noch
ein anderes Grün. Warte mal. Roter Farbstoff. Gelb. Das glaube ich, ja, ist auch rot. Weiße Tulpe ist hellgrau. Flieder ist magenta. Ne, magenta passt nicht. Und hellgrau. Wir haben auch noch orange, aber das passt echt nicht. Das ist echt blöd. Komm, dann nehmen wir einfach das, was nehmen wir für eine Farbe? Dann haben wir wieder Flieder? Nein. Oder nehmen wir doch Rot, so neben Grün? Ja, doch, wir nehmen Rot. So von wegen hier, Blau steht für meinen Kanal, Grün einfach so in der Mitte steht in dem Sinne für das Tippspiel mit Uwe und mir und dann Rot für Bayern. Gut. Dann haben wir das ja geklärt. Dann hätte ich es auch gut lassen können. Obwohl, warte, mit zwei, dann mache ich es einfach. So. Ja, sieht doch schön aus. So, ich platziere jetzt einfach nur mal eins so. Wenn, dann würde ich also sagen, so in etwa hier. So, warte mal, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Ja, da haben wir das Nether-Portal und oh mein Gott, habe ich gerade Angst. Wir schauen mal. Wir schauen mal, wie es im Nether aussieht. Oh mein Gott, we need to go deeper. Ich hoffe nur nicht, dass das Spiel abstürzt. Boah, ich dachte jetzt irgendwo, ich fall runter. Ja, fällt man aber runter. Okay, das ist der Nether also. Das ist unser Nether. Meine Lieben. Wow. Und gleich mal Fallschaden. Das kann auch wieder nur mir passieren. Wir schauen uns hier mal hier so am Spawn um. Eine Festung ist noch nicht in Sicht. Man sieht bisschen Glowstone. Man sieht natürlich viel Quarz. Das Quarz aber, habe ich ja schon gesagt, werden wir mit der Glücksspitzhacke abbauen, um da halt mehr rauszubekommen für das Flugzeug. Ich dachte, das da wäre die Festung. Ah, nee, da. Da ist die Festung. Auch schon mal gut zu wissen dann. Weil das werden wir hier natürlich auch alles erkunden. Und da freue ich mich auch schon drauf. Schon noch mal kurz eben hier in diese Richtung. Das ist natürlich so ein Lavastrom. Denn das ist ja eben die Welt des Lavas.